Recyceln statt wegwerfen, das ist das Motto von Dörte Hempel-Seebeck und Melanie Tönnies. Zwar setzt jede von ihnen das Thema anders um, doch die Nachhaltigkeit steht bei beiden Frauen im Vordergrund. In Cuxhaven steht die Werkstatt von Dörte Hempel-Seebeck. Hier kann man nicht nur dabei zuschauen, wie aus alten Dingen etwas Neues entsteht, sondern vor allem die vielen Kunstwerke bestaunen, die aus Gegenständen sind, die sonst im Müll gelandet wären. Ich brette halt Geschirr und baue Etageren und andere Dinge aus dem Geschirr, Leuchtkannen zum Beispiel. Und ich bin dazu gekommen, weil ich eigentlich schon immer ein Faible hatte, alte Sachen zu sammeln. Und irgendwann gedacht habe, Mensch, es wäre doch toll, wenn man die irgendwie neu interpretieren könnte und dem einfach eine neue Bestimmung und auch ein zweites Leben schenken könnte. Schon als Kind sammelt sie mit ihrem Vater Treibholz oder fand andere interessante Dinge auf dem Sperrmüll. Das Thema Nachhaltigkeit spielte schon damals eine große Rolle in ihrem Leben. Ich sage dann zu meinen Kindern auch immer, also ich habe schon versucht, nachhaltig zu leben, als das Wort noch gar nicht so besetzt war, wie es heute ist. Und ja, gerade wenn man das Glück hat, hier zu wohnen in Cuxhaven am UNESCO-Weltnaturerbe, dann hat man auch nochmal so einen ganz anderen Bezug vielleicht zur Natur und zu den Ressourcen, mit denen wir ja vernünftig umgehen sollten als Menschen. Ihre Verbrauchsmaterialien wie Farben oder Schrauben, selbst das Werkzeug versucht sie gebraucht auf Flohmärkten und in Online-Shops zu besorgen. Oder sie bekommt es von Freunden und Nachbarn geschenkt. Und dann habe ich hier von meinem alten Nachbarn Alfons, der hat mir sein Wurstband geschenkt. Das hat er als Lehrling in den 50er Jahren. Seitdem hatte er das irgendwie und daraus drehe ich dann die Kordeln dafür. Oft fährt Dörte mit ihrem Lastenfahrrad an den Salenburger Strand. Denn auch dort findet sie immer noch viele ihrer Utensilien. Beim Sammeln achte ich natürlich darauf, dass ich nicht in die Prozesse hier eingreife, also Naturschutzgebiete und sowas, da muss man schon drauf achten, gerade wenn Brüt- oder Setzzeit auch der Küstenvögel ist. Aber eben auch da gilt, dass man ja, nachhaltig denkt und auch besonders mit dem Guttier umgeht. Immer öfter findet sie bei ihren Suchaktionen auch Müll am Strand. Vieles sammelt sie in einer Tüte, um es dann zu entsorgen. Selbstverständlich findet sie, doch es stimmt sie dennoch nachdenklich. Das ist schon schwierig, ne? Also gerade wenn man die Schönheit hier sieht, der Landschaft und der Natur und dann doch oft den Müll dazwischen sieht, obwohl ich dann auch ganz oft denke, ja, den meisten Müll, also wenn es so Mikroplastik ist, das sehen wir ja leider schon mal gar nicht. Doch die 51-Jährige bleibt positiv, versucht mit ihren Möglichkeiten etwas gegen die Müllflut zu tun. Genauso wie Melanie Tönnies aus Hanmünden. Auch sie hat dem Müll den Kampf angesagt. Der Anfang war so ganz naiv. Wir haben halt selber gerne mal gefeiert und der große Garten bietet sich einfach dafür an. Als dann aber so abzusehen war, es kommen 60, 70 Gäste, da reichte mein Geschirr natürlich nicht. Und irgendwann lief ich hier durch den Stadtteil vorbei an Sperrmüll, fein daneben sortiert ein paar hübsche Teller. Und dann dachte ich, nimm mal mit, die kannst du verwenden. Und so kam dann eins zum anderen. Über die Zeit sammelt Melanie Tönnies immer mehr Geschirr, bietet es Freunden für ihre Feiern an. Lange tüftelt sie an ihren Ideen, dann entsteht ihr kostenloser Geschirrverleih Tischlein Deck dich. Sogar die Aufbewahrungsbeutel für die Teller näht sie selbst. Die habe ich genäht aus alter Bettwäsche. Ich habe verschiedene Transportmöglichkeiten ausprobiert. Aber das ist so wirklich mit Abstand das Beste. Wenn die voll gefüllt sind, dann werden die einfach zugebunden, sind sehr belastbar und man kann es wirklich ganz einfach transportieren. Der Nachhaltigkeitsgedanke zieht sich durch das ganze Projekt. Sie näht Servietten aus Tischdecken, funktioniert alte Milchbehälter zu Transportboxen für Weingläser um. Alles, um zu verhindern, dass die Leute Einweggeschirr nehmen. Wenn man den Gedanken einmal zulässt, was Einweg eigentlich bedeutet, aber so richtig tief zulässt, nicht nur einfach so, ja, das ist ein bisschen schlecht, sondern alles ist verpackt oder darauf angelegt, ein einziges Mal benutzt zu werden und dann weg. Dann kann man damit nicht mehr gut leben.
Allein hier in Deutschland werden stündlich rund 320.000 Einwegbecher für Heißgetränke verbraucht. Hiervon sind bis zu 140.000 Becher to go. Pro Jahr sind das fast 3 Milliarden Einwegbecher. Und so gibt es bei Melanie mittlerweile 3.800 Teller, Tassen, Gläser und Bestecksets, die man sich umsonst für seine Feiern abholen kann. Einzige Voraussetzung, es muss gespült wieder zurückgebracht werden. Und damit ich auch immer weiß, wer wann kommt und was ich wie machen muss, ist hier mein Büro. Ob Vernissage, Schul- oder Ortsfest, auf vielen Festen wird das Geschirr von Melanie Tönnies bereits genutzt. Doch das Projekt gibt es nicht mehr nur in Hahnmünden. Mittlerweile gibt es sogar bundesweit einige Nachahmer. Viele versuchen auf ihre Art und Weise das umzusetzen. Ich betone halt auch immer, dass es so passen muss. Es muss ja nicht jeder so groß, aber dieser Denkansatz, das Geschirr existiert, sogar in viel zu großen Mengen wird viel weggeschmissen und stattdessen wird Einweg benutzt, das kann es nicht sein. Daher rät sie den Menschen, nicht nur das Produkt betrachten, auch seine Verpackung und dann auch mal bewusst dagegen entscheiden und Alternativen probieren. Diese Ansicht hat auch Dörte Hempel-Seebeck. Sie hat außerdem noch weitere Tipps für ihre Mitmenschen. Ganz einfach kann man ja anfangen, erstmal im Badezimmer da gucken, vielleicht Seife zu nehmen und nicht die Produkte in den Plastikflaschen. Und gucken, was man einfach so benutzen kann, ohne es gleich neu zu kaufen. Oder Secondhand kaufen natürlich. Oder auch wenn man mit Lebensmitteln ist es ja eigentlich dasselbe. Das, was man eben bewusster Lebensmittel einkauft und nicht nur, weil sie unverschämt günstig sind, gleich viel mitnimmt und die Hälfte wieder entsorgt, sondern auch da guckt, einfach das bewusster zu machen. Denn genau das ist die Message der beiden Frauen aus Niedersachsen. Jeder kann mit kleinen Schritten Nachhaltigkeit in seinem Alltag integrieren und so etwas Gutes für die Umwelt tun. Das war nur eine von ganz vielen Geschichten aus Niedersachsen und Bremen, die wir euch immer montags bis freitags um 18 Uhr in unserem Regionalmagazin zeigen. Noch mehr Highlights gibt's aber auch hier auf unserem YouTube-Kanal oder auf der Streaming-Plattform RTL+.